Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann habe ich früher mal ein bisschen Angst vor gehabt, aber generell gefällt mir der besser. Weihnachtsmann. 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 Weil es immer, kam auch immer der Weihnachtsmann, das war immer ja, zu Besuch und deswegen wurde immer Weihnachtsmann genannt und war immer der Weihnachtsmann. Christkind. Ja. Ja. Weihnachtsmann. 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 Weihnachtsmann, weil ich einen so kleinen Sohn habe und ich glaube, dass der sich sehr über Geschenke vom Weihnachtsmann freut und ja, das so typisch Weihnachten für ihn sein wird. Weihnachtsmann und Christkind. Also tatsächlich, also wir waren immer in der Küche früher und da hat das Christkind ist dann rübergelaufen ins Wohnzimmer, hat hier den hier gemacht und geläutet und deswegen war es dann oft das Christkind, aber der Weihnachtsmann war auch sehr oft Thema bei uns. Christkind. Weihnachtsmann. Meine Mama hat mich mal, ich glaube im Rewe damals bei uns war, der Weihnachtsmann und habe ich angefangen zu heulen. Lichterkette oder echte Kerzen? Kerzen, würde ich sagen. Was ist das? Lichterkette. Kerzen. Lichterkette, weil wenn die Kinder drankommen, ich glaube, dann wird es schnell sehr, sehr warm bei uns. Ach, ich würde Kerzen sagen, ja. Lichterkette. Ist schön. Echte Kerzen. Ja, viel schöner. Kerzen. Ist ein bisschen natürlicher, gefällt mir besser. Kerzen. Lichterkette hat gar kein Ambiente. Also mein Weihnachtsbaum oder unser der Familie hat auch immer noch echte Kerzen. Kerzen. Ist gemütlicher. Ich würde, glaube ich, sehr nachlässig mit echten Kerzen am Baum umgehen, deswegen lieber die Lichterkette aus Sicherheitsgründen. Kerzen sorgen für mich immer für sehr angenehme Stimmung im Haus und habe ich auch sonst herumstehen. Echte Kerzen, das andere ist mir jetzt nicht so bekannt, muss ich sagen. Immer eine Lichterkette, wir hatten früher einen Hund und der hat einmal den Baum umgerissen und deswegen war es doch sicherer mit Lichterkette. Ah, Elektrokerzen, ist besser. Last-Minute-Geschenke oder frühzeitig alles besorgen? Ja, ich habe lieber vorzeitig, aber es wird eigentlich immer last minute. Sag genug, denke ich. Auf jeden Fall last minute. Am besten noch am 24. Sowohl als auch. Last minute Geschenke. Also da mache ich alles ziemlich spät. Eher last minute. Ich habe schon gekauft meine Geschenke für meine Familie. Ah, ich bin doch eher so ein last minute Typ. Mir fällt dann irgendwie auf, dass plötzlich Weihnachten ist und dann organisiere ich noch schnell was. Last minute, weil ich bin nicht mehr. Ich mache alles last minute. Also ich weiß schon immer frühzeitig, was ich kaufen will. Dann habe ich eine Planung, aber dann kaufe ich es last minute. Also last minute. Definitiv last minute Geschenke. Wie mit allem, ja. Alles vorzeitig. Also ich bin jemand, der eigentlich sich ziemlich früh dann Gedanken macht, was man so demjenigen schenken kann. Und früher auch immer meine Eltern haben immer nach meinem Geburtstag, also das heißt Mitte November, immer schon gefragt, was ich mir eigentlich zu Weihnachten wünsche. Von daher immer sehr frühzeitig. Last-Minute-Geschenke, weil ich glaube, du bringst auch ein gutes Gefühl und ein Scheißgefühl auch für die Leute. Wenn du kannst, nicht warten, dann ist besser zuerst schon etwas sagen, aber ich liebe am letzten Minute. Alles vorzeitig besorgen. Ich glaube, jetzt auch letztes Jahr mit Pia zusammen, also mit der WG, sind wir irgendwie schon 2 Monate vorher, hatten wir schon alles erledigt fast. Und da sind wir sehr strukturiert, ja. Ich plane vorzeitig, aber hole dann last minute. Ja, ich möchte immer früher, aber leider immer kurz vor dem Weihnachten. Alles vorzeitig. Ich bin, glaube ich, gut organisiert. Und durch das Internet heutzutage gibt es auch viel mehr Möglichkeiten. Bescherung vor oder nach dem Essen? Nach dem Essen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und das war früher auch immer sehr schwer, wirklich auch erst aufzuessen und dann die Geschenke auszupacken. Aber ich glaube, bei meinen Kindern würde ich es genauso machen, auch erst nach dem Essen. Nach dem Essen. Nach dem Essen. Man muss sich ja durch Bescherung verdienen und danach hat man ja auch in Ruhe Zeit und kann dabei dann auch noch erzählen und ja, vielleicht auch noch gemütlich beisammensitzen. Nach dem Essen. Wir machen immer Christmas Eve Abend
Davor? Nach dem Essen. Nach dem Essen? Nach dem Essen. Nach dem Essen für die Alte und vor dem Essen für die Kleine. Früher vor dem Essen, mittlerweile eher nach dem Essen. Bei uns vor dem Essen, nach der Kirche vor dem Essen. Bei uns ist es dadurch, dass wir beide Großeltern immer machen, ist das einmal nach dem Kaffee trinken und einmal vor dem Abend. Also, und dann fahren wir auch wieder. Also wir sind dann nur unterwegs. Immer vor dem Essen, also nach Kaffee und Kuchen, aber erst wenn es dunkel ist und draußen die Lichterketten angegangen sind. Das war meist so gegen 17 Uhr eigentlich. Nach dem Essen. Zusammen Abendessen und danach gibt es Geschenke für alle. Wow, jetzt wird's schwer. Wir machen das ganz gerne nach dem Essen. Ja. Bescherung am 24. oder am 25.? 25. weil es war immer so mit meiner Familie. 24. Immer nach dem Essen 24. Ja. 24. Am 24. 24. Komm aus Deutschland. 25. Warum? Ja, machen wir eigentlich immer. In Holland hast du eigentlich 25 und 26. Wir machen immer dann 25. der erste Weihnachtstag. 24. 25. Ja, ist besser für meine Familie. Wir haben immer Maren gemacht, die 25. Immer am 24. Das war bei uns immer so Ritual. Und am 25. geht sie meist zur Familie und dann gibt es da nochmal andere Geschenke. 24. Weil am 24. kann man viel Spaß machen, mit der Noel auch dabei zu sein. Ich glaube, 24 Nacht ist besser. Am 24. Bei uns wird immer Heiligabend beschert und das finde ich auch gut. Die 25. Variante, das ist die englische, die haben wir auch so ein bisschen in der Familie. Ist so ein kleiner englischer Einschlag bei der Seite von meinem Bruder. Damit kommen wir auch zurecht, aber der 24. ist schon traditionell. Fondue oder Gans? Ja, Fondue, wobei bei uns immer im Wechsel ist, es gibt immer ein Jahr Raclette, ein Jahr Fondue, weil mein Bruder immer Raclette essen möchte, ich möchte immer Fondue essen und deswegen wird immer gewechselt. Aber ich habe letztes Jahr, ich denke, ich habe gegessen ganz ja. Und war sehr gut. Ich bin doch eher der Fondue-Typ, weil ich nicht so viel Geflügel esse. Weil du da Raclette sagst. Ja, in Polen gibt es immer 12 Gerichte, ja? Gerichte und sind verschiedene Gerichte, aber ja, das nicht Ritual, aber Tradition ist immer 2 Gerichte im Essen muss sein. Weißt du, ich liebe Käse und es kommt aus der Schweiz. an Heiligabend? Bockwürstchen mit Kartoffelsalat tatsächlich. Ich esse allerdings jetzt schon seit 2,5 Jahren kein Fleisch mehr. Mache aber an Weihnachten öfter mal eine Ausnahme. Also dann am ersten oder zweiten Weihnachtstag gibt es bei uns auch Ente. Und die esse ich dann trotzdem auch mal, die aus nachhaltigem Anbau. Das gibt es abends bei uns dann immer nur Kartoffelsalat oder eine Würste. Das ist bei uns so Standard. Raclette. Ganz Weihnachten. Weil Weihnachten ist eine schöne Zeit für viel Essen. Und dann für die gibt andere Tag dann. Keins von beiden. Sondern? In Kroatien gibt es immer so traditionelles Essen, wo zum Beispiel so gefüllte Krauttaschen gegessen werden oder so Teig gefüllt mit Fleisch und ja, noch andere Spezialitäten. Und so bin ich aufgewachsen und das behalten wir immer noch bei. Bei uns ist es eigentlich kulinarisch, also ein bisschen was aus meiner Heimat, aus dem Kongo. Wir essen viel Fleisch. Gemüse, Bohnen, also da ist alles dabei. Stirb langsam oder Kevin allein zu Hause? Kevin allein zu Hause. Ja, aber ich denke, das nicht immer in Polen, das gibt es in der ganzen Welt, Kevin. Kevin allein zu Hause, weil ich das schon von klein auf immer gucke. Gar nichts, wir gucken kein Fernsehen, also auf jeden Fall nicht an Weihnachten. Kevin allein zu Hause, also das gucke ich jedes Jahr, das kann man auch jedes Jahr gucken und sollte man auch. Das kommt darauf an, mit wem man das guckt. Es kann beides sehr lustig sein. Also was heißt lustig? Kevin allein zu Hause ist lustig, aber irgendwie stirbt langsam auch ein guter Klassiker mit ordentlich Action. Die erste, weißt du? Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause.
Aber ist die Kleine, seine Familie geht in Urlaub, ja, und er bleibt in Jazz Hause. Ich weiß. Nein, das ist gut. Kevin allein. Also ich glaube, ich bin eigentlich echt sehr schlecht darin, wirklich Filme oder Serien doppelt zu gucken. Aber Kevin allein ist was, was immer geht. Also da kann man auch schon mitreden. Kevin allein zu Hause, weil das war meine ganz, ganz, ganz Kinderzeit, war immer am Fernsehen, jeden Montag. Kevin allein zu Hause. Beides. Ich würde tatsächlich, glaube ich, eher noch Kevin allein zu Hause sagen. Stirb langsam lief dann auch oft irgendwie dann mal so zwischen den Tagen, aber Kevin allein zu Hause schon eher an Weihnachten. Kevin allein zu Hause. Warum? Ja, ein bisschen Tradition auch, das ist natürlich immer drauf und dann guckst du dich das an. Geschenke selber basteln oder lieber einkaufen? ja. Gekauft. Zeit ist meine. Ich habe leider zwei linke Hände, deswegen kaufen. Aber ich kaufe sie selber. Beide. Ich kaufe, aber ich packe die alleine. Ich würde gekauft. Weil ich kann nicht so viel machen in meinen Händen. Ich kann nicht malen oder irgendwas machen. Also ich kaufe alles. Meistens ist Geschenk kaufen oder etwas schenken, was man danach noch gemeinsam macht. Aber selber was basteln, da bin ich nicht ganz so gut drin. Nee, ich habe gekauft, aber ich habe nichts machen mit meinem Geschenk. Ich denke, meine Mutter werde alles. Was ist die einen Paket machen? Das kommt ganz drauf an, aber ich mache eigentlich auch gerne mal was selber, je nachdem, wie viel Zeit und wie kurzfristig ich mich dazu entscheide. Kaufen ist bequemer. Selbst gemacht. Wenn es mal gar nicht geht, dann auch gekauft. Aber ich finde es immer schön, was Persönliches zu haben oder auch diese traditionellen Kalender, die man gerne mal selber bastelt mit irgendwelchen schönen Fotos drin oder irgendwas aus Holz basteln. Finde ich immer schön und ein bisschen noch persönlicher. Oh, gekauft, ich. Ja, nein, gekauft. Im Normalfall gekauft, ja. Ja, mittlerweile eher gekauft. Früher als Kind habe ich viel immer gemalt und gebastelt, aber mittlerweile ist, glaube ich, kaufe ich schon eher als selber machen.